Hallo liebe YouTuber, herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu dem die Idee mir schon vor 2 Monaten gekommen ist. Wir waren nämlich im schönen Mexiko und haben die kalte Jahreszeit ein bisschen überbrückt. Und deswegen sind hier exotische Blumen, eine wunderschöne Zimbidie bzw. zwei Alstromerien, auch Inka-Lilien genannt. Inka-Lilien passt ja sehr, sehr schön zum Thema Inka in Mexiko. Und ich war dann jetzt auch mal im Supermarkt und habe eine Ananas gekauft. Und weil ich die natürlich als Gesteck haben möchte, habe ich die heute Morgen ausgehöhlt. Der Rest, der landet in unserem Smoothie, zur Freude meines Mannes. Ja, und ich dachte mir, ich mache heute mal ein mexikanisches Video mit einem schönen Tischgesteck, mexikanisch. Und ich mache auch zu Hause nochmal eine Guacamole und zeige euch mit ein paar Tricks und Tipps, wie ich die Guacamole mache und wie ich finde, dass die ganz, ganz lecker schmeckt, weil ich finde, nicht nur Blumen müssen sehr schön und geschmackvoll sein, auch das Essen. Und ich habe also für beides sehr viel Sinn und genieße das sehr, sehr gerne. Ja, und der Teil 1 ist natürlich das Blumengesteck dafür. Ich habe die Ananas bestmöglich ausgehöhlt, habe mich auch bemüht, die Außenhaut nicht zu verletzen und setze in diese Ananas eine Steckmasse rein, weil ich möchte natürlich nachher, das ist jetzt ein bisschen viel, aber die Ecken, die runde ich ab. Ich habe für die ganzen Arbeiten, für Anschnitte oder auch um die Steckmasse so anzuschneiden, habe ich immer diese kleinen Floristenmesser. Die sind relativ günstig und da kann man auch immer sehr schön scharf schneiden damit. So, mal gucken. Nee, ich kriege es wahrscheinlich schlecht raus aus der Ananas, deswegen bin ich lieber vorsichtig. Und ich schneide auch so vorsichtig, weil ich möchte nicht, dass die Steckmasse da drin wackelt, dass die gut sitzt. Aber ich will auch jetzt auch nicht so in die Ananas reinpressen. Aber so, finde ich, sieht es schon mal ganz gut aus. Was ich dann auch immer mache bei Gestecken ist, dass ich den Rand so ein bisschen abrunde. Also dass das so, ja, ich sag mal jetzt, der Übergang von dem Ananasrand oder ansonsten dem Gefäßrand, dass das so ein bisschen nach unten geht. So, die Stücke schmeißen wir mal weg, weil da können wir nichts mehr damit anfangen. Die Steckmasse, die habe ich natürlich eingeweicht, indem ich die auf Wasser gelegt habe und nicht runtergedrückt habe, also wie immer, dass die von selber untergeht. So, und jetzt zeigt sich, ob ich auch beim Aushöhlen der Ananas gut gearbeitet habe, weil die müsste jetzt eigentlich wasserdicht sein, das ist das Ziel. Wenn es nicht ist, muss man eben über der Spüle ab und zu ein bisschen nachgießen, aber sieht gut aus. Super, okay. Dann war ich wieder mal in der Natur unterwegs und habe ein wenig Hartriegel geholt für das Video, neben den schönen Blüten, weil ich wollte, dass sich das Rötliche aus den Orchideen in der Inka-Lilie und im Hartriegel widerspiegelt. Und es gibt sehr schöne Blätter, um diese Steckmasse abzudecken. Das sind sogenannte Galax-Blätter. Die gibt es so grünlich, also auch noch in einem satteren Grün. Hier sieht man zum Beispiel an der Seite bis zu einer rötlichen Schattierung. Tatsächlich ist es aber wirklich das Tagesangebot. Ich kann leider nicht hergehen und sagen, ich hätte gern zu dem und dem Termin diese roten Blätter, weil manchmal sind die alle grün und manchmal sind sie fast alle rot. Das ist wirklich Natur und das lässt sich auch nicht beeinflussen. Und das denke ich, denke auch immer, das ist auch okay so. Ich schneide das Galaxblatt mit dem Floristenmesser an und setze es so ein bisschen schräg an diese Steckmasse dran. Ja, hier, das ist, kann ich ein bisschen besser machen. So. Und so, dass ich die Steckmasse rundum schön abdecken kann. Ich kann auch das zweifarbige dazu nehmen. Ich finde, es kann ruhig ein bisschen lebendig und natürlich sein. Und dann gefällt mir das auch immer sehr gut. Wobei natürlich die rötlichen Blätter sensationell sind, den Übergang zu dem Kornus, zu dem Hartriegel zu bilden. Ja, und so ist nur die Steckmasse schon schön abgedeckt. Als nächstes nehme ich die Zweige, weil die Zweige brauche ich dann nachher auch, um die Orchideen zu fixieren. Wenn ich einen weicheren Blütenstiel habe für ein Gesteck, dann bohre ich manchmal auch mit dem Messer ein Loch vor und stecke dann erst den Blütenstiel ein. Ja, die Ananas, genau, die Ananas tun wir mal weg.
Die kommt nachher noch als Deko-Element, kann man die auch vielleicht noch dazulegen. Aber das können wir noch überlegen, ob wir die mit dran machen. Und dann finde ich es auch ganz schön, wenn die Galax-Blätter, die kann man so ein bisschen zusammenziehen und dann was dazwischen stecken. Das mache ich jetzt gleich mal. So, ich ziehe diese Blätter einfach so ein bisschen zusammen und dann stecke ich hier zum Fixieren, stecke ich einen kleinen Blütenstiel ein. Ich habe jetzt zwei sehr schöne Cymbidien. Die ist eigentlich schöner besetzt, die andere. Und das Video möchte ich natürlich auch die schönsten für euch immer zeigen. Das ist jetzt schon ein sehr guter Anschnitt. Ich zeige es nochmal, also mit dem Floristenmesser einen schrägen Anschnitt mit einem scharfen Messer. Wichtig ist, dass die richtig gut scharf sind und dass es einen guten Anschnitt gibt, und dann sind die Blüten auch sehr, sehr gut mit Wasser versorgt. Jetzt muss ich mich natürlich durch ein paar Galaxblätter schaffen. So. Die Blüte sollte natürlich gerade sein, das ist wichtig. Die ist jetzt bei mir nicht hundertprozentig gerade, aber ich kann, um die nochmal zu stabilisieren, stecke ich einfach nochmal einen Zweig von dem Hartriegel von der Seite ein, und schon habe ich eine wunderschöne Stütze, um so ein bisschen aufpassen beim Arbeiten, um, ich habe eine sehr schöne Stütze, um die Cymbidie festzubinden. Ich kann das mit einem papierummantelten Draht machen, ein sogenannter Papierdraht. Dann habe ich auch einen passenden orangenen Farbton gewählt, damit es gut zu dem Gesteck passt. Ich brauche eigentlich jetzt wirklich nur den einen Draht. Und kann auch den papierummantelten Draht natürlich noch als dekoratives Element verwenden gleich. Ja, und damit die Basis, das ist jetzt hier so ein bisschen nackig. Das sieht immer aus, wir nennen das in der Floristik, dass es sonst so abhebt. Und damit das nicht der Fall ist, habe ich von den Alstromerien, von den Inka-Lilien noch welche, die ich schön in die Basis stecken kann. Und da das ja meist ein Tischgesteck für einen mexikanischen Abend ist, würde ich diese Alstromerien auch rundum stecken, sodass sie eine schöne Rundumansicht haben. Kann auch mal sein, dass ein Blatt noch nicht so schön ist. Dann knipse ich das einfach ab. Ganz unproblematisch. Und was ich immer noch machen kann, auch so als dekoratives Element, ich kann von den Galaxblättern auch ein Blatt ein bisschen höher noch stecken, sodass es nicht nur zum Abdecken der Basis, sondern dass es auch so ein bisschen höher noch mit dabei ist. Ich schaue jetzt gerade nochmal nach ein bisschen schönen Grün. Moment. Ich habe jetzt noch ein sehr dekoratives Grün gesucht. Das ist ein Eukalyptus, der nennt sich Baby Blue. Die haben auch also alle verschiedene Namen. Man merkt auch, wenn man die Eukalyptusblätter hier abzieht, dann riecht man auch, wie toll der riecht. Und das ist ein sehr, sehr dekorativ, sehr schönes Element. Eukalyptus ist sehr, sehr edel und sehr wertvoll. Also man soll den wirklich mit schönen Akzenten einsetzen. Und ein bisschen, man braucht auch Grün, um diese Arbeit schön auszudekorieren. Und soll man immer die Arbeit mal ein bisschen drehen. Drehen ist gut, dass man die von verschiedenen Seiten sieht. Manchmal ist es auch gut, zwei, drei Schritte zurückzugehen und sich die Arbeit anzugucken, weil man neigt dazu, immer nur von oben zu schauen. Und die Leute, die eine sowas sehen, die sitzen ja auch am Tisch. Und deswegen ist es auch gut, ne? Ist auch für mich gut, mal zu schauen, wie sieht es denn aus, wenn ich am Tisch sitze, wenn ich ein bisschen weiter unten die Perspektive habe. Also ruhig mal die Perspektiven ändern. Das ist vor allem bei Gestecken, ja, man sieht, man kommt nicht immer rein. Also ich bohre mir mit dem Messer tatsächlich ein kleines Löchlein vor, und damit ich in die Steckmasse reinkomme und damit ich einen guten Anschnitt habe. Und der Eukalyptus, da kann man ruhig auch ein paar kurze Stücke
noch in die Basis machen, um einfach diesen Überblick zu haben und dann um das zu sehen. Dieser Strunk ist jetzt natürlich sehr, sehr dekorativ. Also entweder ich lege den einfach dazu, wobei ich fast finde, er mindert die Arbeit eigentlich. Ich glaube, ich würde ihn einfach auf den Tisch daneben stellen. Ja, es ist wieder die Idee im Video entwickelt, wie so oft. Aber das ist, denke ich, die schönste Idee. Und wenn man noch für diesen Strunk eine schöne Basis möchte, dann kann man ja einfach noch ein Galaxblatt dazu legen und diesen Ananasstiel draufsetzen. Aber ich denke, die Gäste können kommen. Nein, wir machen noch die Guacamole. Aber das ist Teil 1, die Vorbereitung läuft. Und weiter geht es dann bei der Zubereitung der kulinarischen Beigaben des Abends. Geht mal mit in die Küche. Bis gleich. So, einen kleinen Anhang noch zum Gesteck. Ich habe das jetzt natürlich nach dem Abdrehen angeguckt und hier steht das Blatt so hoch, dass man die Steckmasse sieht. Das soll natürlich nicht sein. Und wenn das so ist, stört mich natürlich, dann nehme ich ein kleines Drahtstück, mache also aus Draht ein kleines U und nehme und stecke dieses Drahtstück in die Galaxblätter ein, so dass die Blätter nach unten schauen, weil die Steckmasse wollen wir natürlich nicht angucken, erst recht nicht, wenn wir am Tisch sitzen. Und auf diese Art und Weise habe ich einfach die Blättchen nach unten gesteckt, so dass wir wirklich nur auf Blüten, Blätter und Ananas schauen und nicht auf Steckmasse. Das ist ganz wichtig. Okay, jetzt geht's aber endgültig weiter. Passend zu unserem mexikanischen Abend habe ich mir natürlich überlegt, dass es eine Guacamole gibt. Und dazu habe ich eine Avocado von der Sorte Hass. Die sind sehr, sehr lecker und da wird die Schale nicht weich, aber innen wird die weich. Ich kaufe die auch immer so 3 bis 4 Tage vorher, auf jeden Fall, damit die dann so richtig schön reif wird. Und man sieht auch, es lässt sich schon super abnehmen. Und damit ich den Kern gut rausbekomme, ja genau, so zack, mache ich den. Ja, damit ich den Kern gut rausbekomme, gehe ich eigentlich mit dem Messer rein. Das war jetzt leider, habe ich die nicht ganz mittig geteilt, aber das ist jetzt natürlich auch in der Eile. Dann gibt es Zitronensaft. Ich habe nicht immer so tolle Zitronen, aber auf jeden Fall Zitronen- oder Limettensaft. Ich mache Paprika rein, Zwiebelchen, bisschen Mais. Und bei den Gewürzen, da ist dann der große Unterschied von meiner Guacamole zu der in den vielen Rezepten. Und ich finde, das macht dann auch mal so den feinen, kleinen Unterschied, wenn man so ein paar leckere Beigaben reinmacht. Ich nehme die Guacamole, die Avocado mit dem Löffel raus. Und dann muss ich jetzt erstmal ein bisschen Paprika schneiden. So, das war jetzt mal die Vorarbeit des Kleinschneidens. Also bis jetzt ist Avocado, Paprika, Zwiebel ist bis jetzt in meiner Guacamole. Ich mache ein bisschen Zitronensaft rein, den habe ich vorher schon ausgepresst. Dann kommt natürlich noch ein bisschen Salz, dass ich genug Würze habe. Selbstgetöpferte Tassen, sowas habe ich auch mal in der Zeit gemacht. Dann, damit die Guacamole auch würzig ist, mache ich Harissa rein. Also so eine kleine, naja, eine Messerspitze. Harissa, das ist so eine Schärfe aus dem Arabischen. Die gibt dann so richtig Pep. Und was richtig toll ist und was meine Guacamole sehr unterscheidet, das ist, ich mache immer Chili Sauce for Chicken rein. Egal welche Marke. Aber das macht es so ein bisschen, naja, so süßlich scharf, spicy, und da gebe ich ruhig einen guten Teelöffel oder fast sogar einen Esslöffel dazu. Und dann, was auch ganz selten in den Rezepten steht, ich mache noch Schwarzkümmel rein. Nicht zu verwechseln mit dem normalen Kümmel, weil der Schwarzkümmel, der ist immer auf dem Döner drauf zum Beispiel. Und der gibt eine super Note. Dann kann man noch ein paar Kräuter reinmachen. Ich habe hier noch einen frischen Basilikum,
Und da zupfe ich einfach noch mal ein bisschen was ab. Schöne Kräuter sollte man natürlich auch immer in der Küche stehen haben. Und ich habe auch die schönsten bunten Blumen, wie man sieht, hier stehen. Passend natürlich zum Motto Mexiko. Mexiko ist farbenfroh, wie wir wissen, mit den ganzen Stoffen, mit den vielen Farben, die Mexikaner haben. Diese fröhlichen, tollen Farben, eigentlich auch schon dieses Gelb und Rot ist eigentlich auch schon so mexikanisch. Ich mache auch noch Mais in die Guacamole rein, aber die mache ich jetzt noch nicht rein, weil da hätte ich gern die ganzen Körner. Und wenn ich die jetzt vorher reinmache, vor dem Pürieren, dann war das ja mal Mais. Und ich möchte ihn ja auch gerne schmecken. So, ein bisschen Pfeffer. Pfeffer hat nochmal ein anderes Aroma als Harissa. Frisch gemahlen. Natürlich, ja, normalerweise bin ich immer in den Videos nur mit Blumen beschäftigt. Aber im wahren Leben, muss ich gestehen, bin ich auch sehr gerne in der Küche und ich habe auch sehr viel Sinn für leckeres Essen. So, du kannst also diese Guacamole mit jedem x-beliebigen Mixer machen. Das ist völlig egal. Ich habe jetzt mal den Zauberstab verwendet, aber das ist eigentlich belanglos. Durch die rote Paprika bekommt sie natürlich auch noch so eine schöne rötliche Farbe. Und ich muss doch gleich mal probieren. Lecker. Und wenn man ein Schälchen mit möglichst viel Kontrast nimmt, eine dunkle Schale, Guacamole dann einfüllt, also so ein schönes Farbenspiel jetzt, das Grün von der Avocado, das so vereinzelt durchspitzelt, dann habe ich das Rot von der Paprika, das Gelb von dem Mais, also selbst die Guacamole ist farbenfroh und da kommt dann noch ein Blättchen Basilikum drüber. Ich kann auch noch einen Hauch von der Paprika, das Auge isst ja immer mit. Man kann das Ganze also noch schön anrichten und ja, viva Mexiko. Und ich frage euch mal im Community-Chat oder auch in den Kommentaren, könnt ihr auch mal sagen, wie ihr das findet, dass auch passend zu den Blumen auch was zum Essen gibt. Ich bin mal sehr gespannt auf eure Rückmeldungen und ich wünsche auf jeden Fall guten Appetit. Viel Spaß beim Gestalten des Orchideen-Ananas-Gestecks und beim Zubereiten der Guacamole. Und ich sag einfach Tschüss und lasst es euch schmecken. Bis bald. Ciao. Se quedó dormida y no apagó la vela.